Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg wandern mit Peter. Das bin ich und ich darf euch wieder herzlich begrüßen bei meinem Format Unser schönes Wien. Wir schauen uns heute einen anderen Donaualtarm an, nämlich das Schillerwasser. Beim letzten Mal hatten wir schon das Mühlwasser und wer das verpasst hat, blende ich euch jetzt die Infokarte ein, das könnt ihr nachholen. Und ich würde sagen, packen wir uns zusammen und schauen wir uns diesen Hidden Place in Vienna einfach mal an. Also kommt's, gehen wir! Wie man hier noch gut erkennen kann, war dies alles hier mal Donauauenlandschaft. Und erst nach der Regulierung im 19. Jahrhundert sind die abgetrennten Donauarme zu stehenden Gewässern geworden. Dazu gehört unter anderem das Mühlwasser und ebenso wie hier das Schillerwasser, das hier beim Schillloch seinen Ausgang nimmt. Ja, das Schillwasser hat seinen Namen von der Fischart Zander, die auch Schill genannt wird und die hier auch beheimatet ist. Aber hier beim Schillwasser kommen natürlich auch andere Fischarten vor, wie zum Beispiel der Aal, der Barsch, die Brache, der Hecht, der Karpfen, die Laube, das Rotauge, Rotfeder, Schied, Schleie, Wels und natürlich der Zander oder auch der Schill, wie wir ihn nennen. Musik
So, Freunde, hinter mir befindet sich nun der Eingang in den Nationalpark Donauauen, den man so schreiten kann über Orten der Donau und Eckartsau bis nach Hainburg und an die Grenze zur Slowakei nach Bratislava. Aber das heben wir uns auf für eine andere Geschichte. Ja, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts hieß dieser Arm hier noch gehaltene Auffahrt und wurde erst später umbenannt in das Schillwasser. Und kaum zu glauben, wenn man daran denkt, dass das hier alles mal die Donau war. So, das war er also, der kleine Rundweg um das Schillerwasser. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr in Wien seid und ihr wollt das Schillerwasser auch besuchen, dann könnt ihr das machen. Am besten, ihr fahrt mit der U2 entweder nach Stadlau, dann müsst ihr ein Stückchen zu Fuß gehen, hierher zum Ausgangspunkt, zum Skiloch, oder ihr fahrt mit der U2 zur Hadegasse, steigt dort um in den Bus 93A und fährt hier bis zum Schillerwasser. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und wir sehen uns wieder, und zwar wann? Wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei. Also dann, ciao, ciao.